Was geht ab, Freunde? Heute reacten wir zusammen auf den neuen Track von Joker Bra. Und zwar passt mir so gar nicht. Es ist heute sehr ungewohnt, Freunde, denn es ist gerade Sonntag auf Montag. Und ja, normalerweise kommen ja alle Lieder immer am Donnerstag auf Freitag raus und nicht Sonntag auf Montag. Und normalerweise mache ich auf jeden Fall immer mehrere Videos. Deswegen ist es ungewohnt, jetzt nur ein Video tatsächlich zu machen. Ist ja sogar schon fast entspannt. Nein, Spaß. Aber sehr ungewohnt auf jeden Fall, Freunde. Passt mir so gar nicht, heißt der Track hier von ihm. Also es muss irgendwas vorgefallen sein, was ihm nicht passt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir finden es auf jeden Fall heraus. Ich wusste auch schon, dass das online kommt. Also es ist schon seit 2 Tagen oder so die Premiere online. So ist es auch nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, komisch, weil nicht Donnerstag ist. Okay, let's go. Das ist kein Promo-Move. Eigentlich wollten wir in Vegas Video für 30.000 drehen. Leider haben Kapi und ich am zweiten Tag alles spontan verzockt. True Story. Okay, what the fuck? Wer das ist, weiß ich leider nicht. Tut mir leid, vielleicht der Videoproducer. Nee, keine Ahnung. Der Videoproducer. Es müsste jetzt aus der Sicht vom Videoproducer und Joker sein, sozusagen, ja, eigentlich. Keine Ahnung, wer ihn dann da nichts mehr leihen wollte. Auch nichts mehr geben, okay? Geil, alleine dieser Anfang mit dem Lachen von ihm, nice. Okay, Video Heiko Hammer auf jeden Fall kennt man, macht eigentlich alle Videos für Kapi und ich bin mir nicht sicher für Samra auch, weiß ich gerade nicht, aber macht sehr sehr gute Musikvideos. Du bist nicht amerikanisch, wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Passt damit Campis. Parkplatz mit Junkies. Oh mein Gott. Dafür muss ich sagen, feiere ich ihn schon. Der Blick von diesem Typen im Casino, so, weißt du, das Ding ist, okay, nein, die Leute sind da nicht irgendwie so krass angezogen oder so, aber dann kommt da plötzlich so jemand rein wie Kapi und ja, okay. Dieser Blick, das killt mich. Mich Kopf jeder von denen will meinen Kopf treffen. Sie wollen meinen Benz und die Goldketten. Du gehst Code strecken, ich geh Koks strecken. Halbung als 10, ich chill in Medellin. ARD Kamerateam, ich will zu viel. Okay, interessanter Beat auch wieder. Nichts, also wenn man es vergleicht, was die letzten Joker-Sachen waren, dann waren das schon irgendwie, finde ich, tatsächlich nicht diese typischen Joker-Sachen so, aber dafür haben die mir ein bisschen besser gefallen, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht so der Über-Joker-Fan, also ich persönlich mag die Kapi-Sachen halt einfach lieber, ist Geschmackssache so, ich finde das als Joke und so, wie es halt auch gedacht ist, Joke, Joker, nein, Spaß, aber finde ich, ist es schon ganz lustig so und kann man sich schon mal so aus Spaß geben, wie gesagt, aber öfters anhören oder so, würde ich die Sachen meistens nicht, aber tatsächlich die letzten Tracks, also zum Beispiel Baby oder Amex Black hieß der ja, glaube ich, der Track. Die waren einfach mega geil. Also vor allem Amex Black war so ein kranker Track. Genau, und er hatte sogar meine Reaction gepostet. Okay, ich will jetzt nicht ständig pausieren. Ich bin in Topform. Brasen die Cops kommen. Erste Klasse Komfort. Berlin, Hongkong. Ich schieß nach Tom Ford. Gucci und Louis Vuitton. Und jetzt von vorn eine Nacht 10 wieder. Fick Big Gida, ich zieh wieder. Warto, Superstar. Okay, ich muss sagen, vom Video her finde ich es echt nice. Ja, ist halt in Las Vegas so mit typischen Sachen und so, die man halt im Video sieht. Das ist auf jeden Fall nice. So, sonst, wie gesagt, es ist Real Talk was ich jetzt nicht unbedingt nochmal anhören würde. Ja, eventuell werden jetzt ein paar Leute dann deswegen auch das Video hier disliken, weil ich so nicht sage, ey, würde ich mir ständig anhören. So, nee, keine Ahnung, ich bin da einfach immer ehrlich so, wenn die Leute dann disliken, ist halt so, ist mir auch egal. Aber, wie gesagt, es ist nichts, was ich mir ständig anhören würde, kann ich jetzt schon nach einer Minute sagen. Trotzdem hören wir mal weiter. Lambo, Huracan, Katrina. Bratan, komm, wir rollen. Die Paper. Bratan, komm, wir rollen. Fette Steine, fette Bäume. Alles, was sie wollen. Mein Flow ist nicht amerikanisch. Wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Ich muss sagen, diese Hook davon, der Flow ist nicht amerikanisch. Wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Das finde ich aber trotzdem nice. Backplatz mit Junkies. Mein Flow ist nicht amerikanisch. Wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Passt damit Campis. Backplatz mit Junkies. Mein Flow ist nicht amerikanisch. Wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Passt damit Campis. Trotzdem, ich find's einfach nice, was die daraus trotzdem irgendwie gemacht haben. So, das ist halt ein komplett eigener Vibe, der halt irgendwie so eigentlich gar nicht ernst genommen ist, auch wie er sich so, das ist einfach so, also ich stell mir Kapi so vor, dass er auch, wie soll man sagen, abgesehen, ob die da jetzt ein Video drehen oder nicht, dass er da auch so rumläuft. So, wisst ihr, was ich meine? Einfach, das ist halt einfach so, der
Spaßkapi irgendwie. Ich finde, das ist trotzdem irgendwie mega lustig so und wie gesagt zum Anschauen und so echt geil. Die Location finde ich mega nice, ja, also der typische, die Stelle da kennt jeder aus Las Vegas so, ist heftige Location so. Wie gesagt, musikalisch nicht unbedingt das, was ich mir jetzt immer anhören würde halt trotzdem, ne, aber ich finde das trotzdem schon irgendwie nice. Und man merkt ihm auf jeden Fall an, er hat auch wirklich sehr viel Spaß dabei, ja. Die anderen Musikvideos sind halt immer so typisch ernst in diesem, wir drehen jetzt Musikvideo und das ist halt einfach so, er wird gefühlt einfach gefilmt, wie er halt irgendwie so seine normalen Faxen macht, so, wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich halt geil daran. Was sie wollen. Mein Flow ist nicht amerikanisch. Wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Passt am Scampis. Trotzdem, also ich muss wirklich sagen, die Hook finde ich irgendwie einfach nice davon. Auch wenn es, wie gesagt, nicht so mein Geschmack ist. Video ist trotzdem auf jeden Fall nice. Ja, auch hier zum Beispiel so dieser Vintage-Effekt. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt immer an der Seite. So, das kennt man ja auf jeden Fall auch. Hier aber sogar noch ein roter Balken. Sogar nochmal was Neues, aber ich so an sich vom Video und so kann man nichts dagegen sagen, finde ich, ist eigentlich nice. Mir gefallen trotzdem so auch die anderen Kapi-Videos besser so, aber es ist trotzdem für Joker-Videos schon geil, weil es gab auch schon Joker-Videos, die halt einfach nur so, ja, nicht so, also keine Ahnung, so in einem normalen Hotel oder so waren, da sowas natürlich trotzdem tausendmal geiler, ja, also alleine, wie gesagt, nur weil es Las Vegas ist, ist schon heftig. Parkplatten-Junkies, mein Flow ist nicht amerikanisch, wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht, was damals Kampis. Parkplatz mit Junkies. Mein Flow ist nicht amerikanisch, wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Passt am Scampis. Parkplatz mit Junkies. Mein Flow ist nicht amerikanisch, wie du mich ansiehst, passt mir so gar nicht. Passt am Scampis. Parkplatz mit Junkies. Okay, nice. Ja, das war der Track, Freunde. Ich glaube, ich habe genügend dazu gesagt. So, ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr es fandet. So, oder schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr so die Leute seid, die Joker an sich auch die Lieder einfach gerne immer anhören oder so. Oder ob ihr auch so seid wie ich. Ja, keine Ahnung, einfach mal ab und zu so oder halt einfach alles immer anhören. Aber jetzt nicht unbedingt danach wieder noch ein paar Mal anhören. So ist es halt, wie gesagt, bei mir, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Reaction auf jeden Fall trotzdem gefallen. Dann lasst auf jeden Fall gerne natürlich ein Like da, Freunde. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder beim nächsten Video, wahrscheinlich Donnerstag auf Freitag dann wieder, wie gewohnt, Freunde, bis dahin, ciao.